Werbeslogans, die man doch kennt, von Pete's Meat. Da reihe ich mich doch mal ein, liebes Pete's Meat-Team. Ich glaube, das ist nämlich mein Ding. Let's go. Was geht ab, ihr ganzen Tierchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Werbeslogans erreicht. Jays Facecam ist kaputt, was für ein Glück. Ja, da kann ich doch nun mal leider sagen, das ist ja für mich mal wieder mal der größte Erfolg des heutigen Abends. So, perfekt, los geht's, seid ihr bereit? Ich kenne sowieso alles, bin richtig gut bei sowas. Ja, und heute mit allen aus dem Team Pete's Meat. Warte, ich brauche jetzt erstmal 4 Kilo irgendwie Kartoffeln oder so. So, ich bin's Jay, hier sind meine 4 Kilo Kartoffeln. Hallo! Und wir haben unsere Redaktion, aka Sven, hat 16. Ja, ich habe ein Subhype-Emote, aber Subhype ist nicht Danke. Burger ja, okay. Oder minder bekannte Marken ausgewählt. Oh. Und wir fangen einfach direkt mal an. Ja. Kleine Hunde mit großen Ansprüchen. Pedigree. Müssen wir jetzt buzzern oder wie läuft das? Oh, das ist hier buzzern, wenn du weißt. Ich mach Punkte bei mir. Brigitte, oder? Ja, genau. Brigitte? Die so kleine Brigitte? Bitches mit großen Ansprüchen. So, die Bravo. Alter, wie heißt das? Ich hab sogar was vor Augen. Für kleine Hunde? Ansprüchen. Kleine Hunde? Oh, was vor Augen, für kleine, aber... Für kleine Hunde? Pedigree! Wie groß wie heißt das? Pedigree! Die anderen Punkt, wenn ich buzzer? Ja. Wenn du falsch buzzerst, kriegen die anderen logischerweise einen Punkt. Was? Wenn der richtig, ach, ja. Oh, da krieg ich ja auch einen Punkt dann. Ich krieg dann auch einen Punkt. Ah, ich muss, okay, ich kann ja nicht buzzern. So viele wie mitspielen? Naja, das ist ja nur beim 50-Fragen-Quiz. Ah. Bello. Du musst doch wissen, Jay. Total leid. Bello? Aber wie heißt denn das, ey? Das heißt doch nicht Bello. Das heißt doch nicht, was meinst du denn? Frohlich, Schappi. Ach du heiliger Frohlich, ey. Warum sollte denn alles für kleine Hunde sein? Frohlich gibt auch für große Hunde. Hier, pass auf. Für kleine Hunde. Ja. Cäsar. Cäsar? Ja! Oh. Weil das immer mit dem West Highland Terrier ist. Oh, easy. Nice. West Highland Terrier, ja, null, ne? Dann lost komplett. Nummer 2. Impossible is nothing. Oh Gott, das war ein Auto. Das war ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Du hast immer von einem, würde ich sagen. Ach nee, lol. Kennen wir alle. Ja, das ist für den Nottingham Forest. Impossible. Was? Is das ist doch Tesla, oder? Opel? Nee. Könnte auch Tesla. Nee. Dann ja, das klingt mega dämlich. Nee. Nothing is impossible, ist das doch. Wie sagt impossible ist. Nee, was war das? Nothing, Tesla. If nothing. Ihr sagt Toyota, wir locken Toyota ein. Wir locken Toyota als Community ein. Wieder nass. Das Ganze. Wir loggen Toyota ein. Ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt ein Auto ist. Wir machen das. Ich musste auch direkt an Auto denken. Ja, ich sag Auto. Impossible. Was ist denn jetzt? Achso. Oder ist das irgendwie so. Nee, Ford ist das nicht. Nothing. Audi. Ich glaube. Impossible is nothing. Adidas? Adidas? Hat er Adidas? Hat er gerade Adidas gesagt? Ja, es ist. Ich sag Auto. Aber Toyota? Nichts ist unmöglich, impossible is nothing. Ja, stimmt. Nichts ist unmöglich, Toyota. Wir machen das jetzt einfach. Ich habe 2 Punkte. Ich wir machen das jetzt einfach. Haben die Parfümmarken überhaupt einen Slogan? Da sind ja, immer, haben die. Da kommt immer eine... haben die Parfümmarken einen Slogan? Come in and find out. Werbung, wo ich mir denke, wie viel Koks hat sich derjenige reingezogen? Dann kommt immer irgendein Scheiß, kennst der mit nichts was zu tun hat. Nackte Menschen, oh, Parfüm. Kennst du Jeremy Fragrance? Jeremy Fragrance ist auch so ein Kandidat, der dringend mal wieder Orgeln geben müsste. Ihr sagt Adidas, ich sag Toyota, weil nichts ist unmöglich. Impossible is nothing. Wir machen das. Ich glaube auch eher Adidas. Aber wir haben hier als Chat und wir haben alle zusammen das jetzt eingeloggt. Also von daher, alles gut. Was? Your Fragrance. Jeremy Fragrance. Oder so. Nee. Okay. Jeremy Fragrance ist Legende. Gut, Legende. Wir hey, keine Ahnung, Bram. 5, 4, ich kann mich nicht drehen. Grüß euch, Freunde! Die Fragrance jetzt angucken. Oh. Eins. Oh. Habe ich einen handvollen Versprecher gemacht, aber natürlich Adidas. Adidas! Verdammt nochmal! 0 Punkte für uns immer noch, Leute. Wir können das nicht zusammen jetzt nicht hinkriegen. Ich habe auch gesagt Adidas eigentlich. Ich habe nur auf euch gehört mit Toyota. Mann, ey. Oh mein Gott, what the fuck? Habe ich euch dann einfach schon gesagt, aber gut. Oh Mann, ey. Kannst ja alles, kannst ja alles is erzählen. Nothing is Adidas. Okay, von wann ist das denn? Das weiß ich nicht. So, 0.
Null. Null. Ist impossible. Wow. Okay, die Nummer 3. Wartung für ihre Haare. Boah, bestimmt so, ich sag bestimmt so, wie heißt das? Schwarzkopf bestimmt. Wartung? Nee, Wartung hört, ist nicht Schwarzkopf, die haben was anderes. Das ist dann, ich kenne nur Schwarzkopf mit Haaren. Wartung? Ich kenne nur Sebastian. Ey, das ist doch bestimmt Alpecin auch irgendwie. Als ob! Wartung? Das ist doch... Das ja. Was? Für ihr. Das war richtig. Aber, nee, wie heißt ja, das? Aber das Doping. Ist ja alte Spruch. Doping, genau. Ja Doping für die Haare. Ja mehrere. Die haben und das stimmt auch noch. Ja, ja. Das stimmt auch noch, als ob er so smart ist. Nur Alpecin, also das wird eigentlich Jay auch mal als Baby nehmen sollen. Head and Shoulders? Jay ist als Kind immer in den Alpecin-Topf gefallen. Gehen wir zu 4 und ich versuch's mal zu singen. Aber ich glaube, das ging irgendwie so wie... Kaum zu glauben, Markenschuhe so günstig. Markenschuhe so günstig. Deichmann? Nee. Ich sag Deichmann? Ich weiß es nicht. Ich sag Deichmann. Nein, ich hätte das gewusst. Deichmann? Wir haben auch 2 Punkte. Wir haben auch 2 Punkte. Okay, ich habe 2. Ich habe 2. Ich schreib's mir auf. Ich spiele mit dem mit, ob die wollen oder nicht. Deichmann, oh, was? Nice. Sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube, der Jingle ging irgendwie anders. Ja, der ging halt irgendwie anders. Doch, ging schon so. Also ich hab's auch... Also ja, bei mir hat mich nicht Klick gemacht. Mhm. Yeah. Okay, die 5. Come in and find out. Ich hab's gerade noch gesagt. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Voll schwierig. Oh, ich probiere nicht auf den Chat zu gucken. Come in and find out. Komm in den Find Out, Alter. Komm in den Find Out. Sag doch mal einer. Groß in der Stadt. Groß in der Stadt. Sag doch mal. Sag. Douglas. Ja. Douglas. Wusste ich nicht. Er muss jetzt auf euch hören. Aber wir loggen es natürlich ein im Chat. Alles gut. Oh nein! Sebastian. Was ist das denn? Das ist nicht Douglas. Das ist doch nicht Douglas. Ist es Douglas? Oh, er weiß es nicht. 3, 2, das kann nicht Douglas sein. 1. Ach, Peter. Oh, warte. Wir haben einen Punkt bekommen extra. Weil Sepp war falsch. Douglas. Ah, Douglas. Es ist Douglas gewesen, oh Gott. Aber haben wir Douglas als Chat eingeloggt? Ich hab's halt nicht. Aber sind wir zusammen? Sind wir ein Team? Das ist die große Frage jetzt. Wir sind schon ein Team jetzt gerade, oder? Ja, okay, das heißt, wir kriegen auch 2 Punkte noch dazu. Das heißt, wir haben 5 Leute. Wir haben 5, alles gut. Okay, wir sind das Team, 5 Punkte für uns. Wir führen gerade das Feld an, möchte ich kurz sagen. Wir führen das Feld gerade an. Ja, aber Douglas ist ein Laden. Also Parfüm sehr. Wir haben in den Fall auch. Deswegen ist 5. Wir haben 5, möchte ich kurz betonen. 5. Auch ein Parfüm? 5. Douglas ist ein Parfüm? Klar. Nein, Douglas ist die... Nein. Echt? Douglas ist eine Parfümkette. Haben wir die auch Kaffee? Das ist die Kette, die er verkauft. Das ist so wie Kaufland. Genau, oder, das ist Kaufhof oder so. 5. Das ist der Rewe 5. für Parfüm. Als ob. Ich weiß nicht, ob Douglas vielleicht... vielleicht haben die ja eine Eigenmarke, das weiß ich natürlich. Parfümerie Douglas heißt das Unternehmen auch. Die Parfümerie Douglas GmbH. Jetzt gibt's noch die Wikipedia-Geschichte. Das ist eine international tätige Parfümerie-Filialkette. Geil. Haben die eine Eigenmarke? Ich dachte, die machen Parfüm. Das habe ich noch nie gesehen. Eine Eigenmarke? Douglas. Ja, die machen ganz viel. Ja, ja, das weiß ich schon. Dann habe ich so, schnell nicht gefunden. Okay, der nächste. Nein, der nächste. 3, 2, 1. Mainz. Sebastian. eBay. Oh Gott. Oh, sorry, aber eBay wusste ich auch. eBay wusste ich safe. Ich habe nicht angehalten. eBay wusste ich safe. 3, 2, 1, meins ist safe eBay. Das gebe ich uns. Das gebe ich uns als Team. Ich will nur sagen, also wir hätten es auf jeden Fall auch schneller gehabt als die. Wir geben uns 7. Ist kein Problem. Ist kein Problem für uns, Leute. Oh, das war bitchy. Das war richtig bitchy. Da war ich gerade weggesonnt. Weil ich dachte, du zählst runter, Mann, du Mann, sagst. Ich habe einfach so Panik gedrückt. Okay. Der nächste, den kennen glaube ich auch viele, aber der geht irgendwie. Ich versuche das auch zu machen. Macht der. Ja, oder auch mit. Akquisa, keiner schmeckt so gut wie Activia, keiner schmeckt so gut wie dieser. Das ist von Visa. Equisa, okay. Aber dann nur das Ende.
Keiner schmeckt mir so wie dieser. Equisa, ja, okay. Equisa. Equisa oder Equisa. Ja, hatten wir auch. Hatten wir auch, Leute. Ich gebe uns einfach 9 und in der Klammer als Punkte noch dazu. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Ich mache einfach Klammer. Geht nicht. Klammer. Warum kann ich keine Klammer machen? Klammer. Geht einfach nicht. Ich kann keine Klammer in den Chat machen. Ich mache 9. Wir bleiben bei 9. Ist okay. Wir bleiben jetzt einfach bei 9. Exquisa. Ah, das bin ich eingefallen. Ja, ach, das ist der Frischkäse. Ja, okay. Schwierig. Exquisa. Ach ja. Werbeopfer. Noch 9 Stück. Ja. Mhm. Wir haben bin bereit. 3 Punkte und einmal 6. Und einmal 9. Und einmal 9. Und einmal 9 für uns. Am Norden. Das Beste am Norden? Was Beste am Norden? Das Beste am Norden ist... Das Beste am Norden ist Hamburg. Becks? Okay, ihr habt jetzt mehrere Sachen. Ihr habt mehrere Sachen. Ich einige mich auf das Erste, was jemand geschrieben hat. Wir sagen Becks. Ich entscheide für Chat und für uns. Ich nehme es auf meine Kappe, wenn wir verkacken. Wir verkacken aber nicht, deswegen kriegen wir das hin. Das Beste am Norden, wir sagen Becks. Was ist es? Sepp. Eva? Nee. Oh, wir kriegen einen Punkt dazu, weil Sepp hatte falsch. Sepp hatte falsch, wir kriegen einen Punkt dazu. Alles gut? 10. Das sieht amazing aus. Geil. So, 10. Wir sind immer noch bei Becks. Wir sind immer noch bei Becks. Jeva war es nicht. Wir sind Becks. Becks. Aber hat er einen eigenen Slogan? Becks. Absolut Becks. Du zensierst die vierte Person im Video. Piefke. Nein. Jay hat nämlich keine Kamera. Kenn ich keinen Slogan zu oder so. Also kein Jingle, meine ich so rum. Ich kann nicht NDR nehmen, weil ihr gegoogelt habt. Das heißt, wir beharren jetzt auf Becks. Ich hab grad gesagt. Und das kann auch stimmen, wenn wir dran glauben. So wie bei jedem. Oh mein Gott, das ist hier Nord Stream 2. Ja, die geile Pipeline, Junge. Nice. Ja. Das Beste am Norden. Boah, ich hab eine Idee, aber ich komm wieder nicht auf den scheiß Namen, Alter. Ja, schließt uns in 5. Weißt du denn, welches Produkt? Ja, ich hab eine Idee. 3, 2, 1, Becks. Okay, wir haben Becks gesagt. Die Alternative zu McDonald's. Wir haben Becks gesagt. Nordsee. Nordsee. Becks. Das sind meine beiden. Becks. Guck mal. Beide falsch. Beide falsch. NDR. Oh. Oh. Den höre ich hier. NDR Born and raised mit 1 Live, Junge. Richtig, 1 Live. Beste. Okay, die nächste. Nur wenn ich sauber bin, bin ich wirklich frisch. Nur wenn ich sauber bin, bin ich wirklich frisch. Ist das so, diese Bären-Toilettenpapier-Sachen? Oder irgendwas Feuchttüchermäßiges? Was sagt ihr? Was sagt ihr, Chat? Wir brainstormen. Klopapier. Ja, wir brauchen ja always. Always ist gut. Always ist gut. Wir bleiben bei always. WC-Reiniger? Nee, WC-Reiniger nicht, weil nur wenn ich sauber bin, ist ja nicht so, du machst ja nicht eine Werbung für eine Toilette. Also ich sag mal, da ist ja kein Fernseher von der Toilette und die Toilette sieht so, nur wenn ich sauber bin, ich bin ja die Toilette und ich spreche die Toilette direkt an. Die kann nicht einkaufen gehen, die Toilette. Always Ultra. Duscht das oder so. Edeka. Nur wenn ich sauber bin. Bin ich wirklich nee, frisch. Ich sag always. Aber nicht ich sag always, auch always. Nee. Ja, da muss ja schon so eine Art Seife oder so. Er sagt was? Pampers. Ja, genau. Was? Ja. Was? Nur wenn ich sauber bin, bin ich wirklich frisch. Da gibt ja keinen Sinn, dadurch wird man ja dreckig, wenn du eine Windel anhast. Ich glaube, dann ist Milk. Warum hört ihr nicht auf den Chat? Ihr sagt WC-Ente, ich höre jetzt auf Chat. Okay, wir disponieren um auf WC-Ente. Ja, aber die nehmen doch nicht viel Wasser auf. Das haben alle gesagt. Das haben wir bei Evonik gelernt. Das ist hier der Jingle von den Avocados. Ja. Der Jingle von den Avocados? Okay, ansonsten schließe ich das in 5. Oder WC frisch. WC frisch. WC frisch oder WC Ente. Eins von beiden. Das ist für mich das gleiche in meiner Welt. Es wäre gewesen WC frisch. Okay, ihr seid schlauer und intelligenter als ich. Wehe einer googelt. Dadurch, dass wir jetzt eine Meinungsverschiedenheit hatten, aber uns jetzt wieder vertragen, Chat, machen wir nur 11. Oh, okay. Ja. Also ist in dem Slogan, bin ich die Toilette. Guck, genau das, was Peter sagt. Genau das, was Peter sagt, habe ich auch gesagt. Warum sprechen die Toilette an? Das macht doch gar keinen Sinn.
Das macht doch gar keinen Sinn. Du redest doch nicht, keine Ahnung, stell dir mal vor, du machst einen Holzzaun und dann sagst du, wenn ich dich aneinander reihe, fühle ich mich sicher. Und dann ist der Holzzaun so, ja, bin ich. Ich bin der Holzzaun und ich werde hier angesprochen von der Werbung. Ich möchte kurz betonen, dass WC Frisch oder auch die WC-Ente hier jetzt offiziell die Türe geöffnet hat für Werbung für Toiletten. Was? Ja, genau. Wow. Das ist mal Immersion, wa? Das ist ganz schön doof. Das ist ganz schön doof. Bist du wiedergeboren später als Toilette. Das ist schon geil. richtig im Haus ist scheiße. Ja. Das Leben lang angeschissen werden. Okay, der nächste. Angst. Kleine Torte statt vieler Worte. Christian. Warte. Oh Gott, okay. Kleine Torte statt vieler Worte. Jetzt die große Frage. Wir können noch zusammen brainstormen. Kleine Torte statt vieler Worte. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich tiefkühl. Oder diese kleinen länglichen Yes. Genau, die Yes-Törtchen. Yes-Törtchen. Ich sag auch Yes-Törtchen. Yes! Yes! Ja, hatten wir richtig. Yes-Törtchen ist vollkommen richtig. Ihr hattet perfekt recht. Wir sind wieder in der perfekten Beziehung jetzt alle zueinander. Sehr gut. Sehr gut, so wie wir es machen. Yes-Törtchen. Oh, yes, Törtchen sind fantastisch. LOL, Alter. Ich dachte gerade. Geil. Alter, geil. Diese Folge verwirrt mich auf allen Dingen geil. Hier gerade, ey. Geil. Mit euren Wortspiel. Mit eurem Wortspiel. Oh Mann, yes. Gibt es die eigentlich noch? Die gab es mal eine Zeit lang nicht. Genau, die waren nämlich pleite. Echt? Und dann. Oh, no! Eigentlich ja, das war voll kacke, die waren voll geil. Peter, der war nicht lustig. Okay, das nächste ist quadratisch praktisch. Gut, ist quadratisch praktisch gut, ist, Peter war schneller. Wir dürfen uns den Punkt nicht geben. Peter war eigentlich so viel schneller. Rittersport. Peter war aber viel schneller. Wir dürfen uns keinen Punkt geben. Gut. Peter war viel schneller. Nein. Oder irgendjemand von denen. Rittersport. Nazi-Paar. Ja. Das ist Nazi-Paar. Weißt du, warum die quadratisch sind und praktisch? Die waren zu schnell. Die waren viel schneller als wir, Leute. Die waren viel schneller als wir. Ich stopp zwar immer. Ich mache einfach so, wir machen es fair. Wir geben uns 13,598. Fair. Weil die ursprünglich mal dafür gedacht waren, in diese Jacketttasche bei Herren zu passen. Echt? Echt? Aber da wird's doch voll warm drin, da schmilzt sich voll. Was? Bar? Das ist dafür gedacht, um das in Jacketttaschen von Herren zu packen? Jetzt zum Leck. Die 5? Ach so, ich sag manchmal Sachen, die nicht passieren. Komische 5. Reden wir nicht drüber. So zum Auspressen die Packung. Kleines Loch reinmachen und dann schlürfen. Okay, das nächste ist ein echtes Stück Pause. Ein echtes Stück Pause ist Hanuta. Oder Knoppers? Hanuta oder Knoppers? Ein echtes Stück Pause. Nee, Picknick mit Pickup ist das. Twix? So ein Riegel aber, ne? Hanuta. Diditrix, dankeschön für den Twitch Prime Sub. Hanuta? Ihr sagt auch Hanuta? Okay, dann war ich ja gut, ganz gut richtig. Knoppers, Hanuta. Bex, nein. Ein echtes Stück Pause. Nee, ein echtes Stück Heimat ist Bex, glaube ich, ne? Oh. Kriegen wir hin. Fake-Stück. Boah, ist ganz viel Knoppers gegen Hanuta gerade. Ist ganz viel Knoppers gegen, wir sagen Hanuta. Hanuta, komm. Koks? Hanuta. Oh, Marlboro. Christian. Knoppers ist halb zehn, ne? Ja. Marlboro. Also, was? Ein echtes Stück Pause. Okay. Oh, das hört sich nicht an wie Knoppers. Wodka Gorbatschow. Wodka Gorbatschow, vollkommen richtig. Das ist eine längere Pause, die du dann vor dir hast, aber absolut richtig. Das stimmt. Okay. Ach so. Ja. Milchschnitte. Nee. Ah. Oh, wir kriegen Punkt mehr. Tja, Ehre. Machst du nix. Alles gut. Also so, ja, nee, also die, also vielleicht habe ich mit nicht die Anzahl der, also, ne, das war einfach nur so ein Füller. Ja, also vielleicht auch nicht. Ja. Kinder Maxi-King würde gehen. Frühstückchen oder so. Kinder Maxi-King. Also. Was für eine Pause war das? Ein echtes Stück Pause.
Also war auch mit so einer tiefen Stimme gesprochen. Ein echtes Stück Pause. Das ist halt irgendwie so ein Riegel. Oh, dann ist halt wieder Bier. Das ist irgendwie Marlboro hat Jay doch schon gesagt. Ein echtes. Nee, da ist der Slogan. Eine nehme ich noch. Hallo, hallo. Okay, Dima, da schließe ich in 5. Ja, okay. 3, 2, 1. Geschlossen ist ihre Hanuta. Sind wir krass oder sind wir krass? Das sind nochmal locker 2 Punkte für uns. 16,98. Hanuta. Das ist ein Hanuta. So, wir haben noch 4 Stück. 3 Leute haben 7 Punkte und Peter 4. 3 Leute haben 7 Punkte, die haben 4. Wir haben 16,98. Was ist los mit euch? Ja, ich bin kein Werbeopfer. Hey, macht mal alle 3 Punkte und einer 6, Peter. Alles gut. Für letztes. Essen wie in Italien. Dr. Oetker. Also es ist auf jeden Fall Pizza, Tiefkühlpizza, 100%. Ist es Dr. Oetker oder ist es Barilla? Ne, Barilla? Barilla? Keine Tiefkühlpizza. Oder ne, Restaurante meine ich, genau. Restaurante oder Dr. Oetker? Nicht Barilla? Echt? Essen wie in Italien ist Barilla? Okay, die Großzahl von euch sagt Barilla. Knorr. Restaurante. Oh, wir sind zwiegespalten. Wir haben Barilla und Restaurante. Das sind eigentlich die größeren beiden. Restaurante. Tiefkühlpizza. Ich würde auch sagen Restaurante. Peter. Ich leg mich fest. Restaurante. Das kennt Peter. Das war falsch. Das war falsch. Nee. Ärgerlich. Darf man jetzt nicht mehr raten, wenn man schon mal geraten hat? Oder darf man weiter ran? Ich hätte auch gedacht, das wäre Restaurant. Ich habe nur zu spät gedrückt. Das war bestimmt dann ist es Barilla. So. Dann ist es Barilla. Beziehungsweise auch oder Miracolo. Essen. Wie in Italien. Mit so einer Hanuta. Geilen, mit so einer geilen, etwas höheren Stimme, aber, die so eine gewisse Freundlichkeit ausstrahlt. Aber Essen liegt doch in NRW. Oder Pizza.de? Nee. Nee, okay, Pizza. Du bist jetzt gebannt vom Server. Ich fand den gut. Ich fand den sehr gut. Selbst. Es ist Knorr. Knorr. Okay, ich lese die Frage mit Essen. Verzulli oder Essen wie in Italien. Miracoli. Viele haben Barilla gesagt, ich bin gespannt jetzt. Nein. Wir haben es auch falsch gehabt. Barilla. Ja. 1 und. Ist das Barilla? Die Nudeln sind Barilla. Ah, komm, er wartet noch. Die Frage hiermit. Und es wäre Barilla gewesen. Knorr. Knorr! Das schmeckt nichts nach Italien. Das ist ja immer Knorr, was? Was? Wenn du mal nichts gegen Knorr hast. Knorr ist Schmutz. Knorr ist italienisch? Was? Was ist an Knorr Italien? Auf jeden Fall. Ich raff gar nichts, Alter. Ist das wie aus Italien oder? Hä? Ich hab doch. Ey, beurteilt doch nicht den Überbringer der Nachricht, ja? Ja? Moment mal. Knorr ist doch unser absoluter Feind, oder ne? Hey, Knorr oder Magi? Ist Knorr nicht unser absoluter Feind, Alter? Ich hab auch noch nie gehört, ey. Hauptsache Essen. 50 Cent Instant-Nudeln. Ah, okay, crazy, okay, Alter. Der drittletzte. Lol. Innovation in Bewegung. Innovation in Bewegung war das Mercedes? War das Mercedes? Innovation in Bewegung? Oh, Niki, dankeschön für den Sub. Audi? Nee. Innovation. Oh, doch Audi. Ich höre auf euch. Audi. Wir loggen Audi ein. Was ein Auto? Ich glaub, oder Lufthansa oder sowas. Das ist auf jeden Fall Auto. Audi ist Vorsprung durch Technik. Oh Gott. Ja, die haben auch noch nichts gesagt. Innovation. Dann sage ich Mercedes wieder. Ich sag Mercedes. In Bewegung. Innovation. Mercedes? Ja, stimmt. Ich gebe noch einen kleinen Tipp. Mercedes? Ein Vertreter davon, ja, der das verkauft, ist der Herr Kolbeck. Natürlich. Kolbeck? Kennt die nicht. Oh, Tesla. Ist der ja nicht der Elon Kolbeck, nee. Der Gründer? Welches Auto herkommt? Ist denn besonders innovativ? Gar. Ich sag Mercedes. Gar. Aktuell. Ich bin basic. VW? VW ist das Auto, ja genau.
Innovation in Bewegung. BMW sagen Innovation noch ein paar. In Bewegung. BME. Mercedes. Mercedes oder was? Auto. BMW. Volksauto. Volksauto in Bewegung, ja, ja, genau, ja. Volkswagen. Opel. Die haben eine, was macht Peter eigentlich da? Was macht Peter eigentlich da? Nee, einfach Porsche. Innovation in Bewegung. Ich sag. Keine Ahnung, okay, schließe das. Ich sag Mercedes. Ich sag Mercedes. Ich sag Mercedes. Ja. Das ist auf jeden Fall mega bekannt. Wurde bisher noch nicht genannt. Mitsubishi. Ja, hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Ah, hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Mitsubishi ist doch Korea. Hatten wir nicht. Okay, jetzt hatten wir doch. Alle. Hatten wir doch. Diese Asiaten. Jemand hat Mitsubishi geschrieben. Irgendjemand hat Mitsubishi geschrieben. Ja, stimmt. Das kann sein. Ach Quatsch, ey. Stimmt. Mitsubishi. Doch, ist ein japanischer Autohersteller. So, den nächsten, den vorletzten ist Share Your Passion. Share Your Passion kenne ich auch irgendwo. Das hört sich an wie Rituals oder so. Was sagt ihr? Oh, das ist Gillette. Pornhub. Pornhub, keine Ahnung. Pornhub. Ganz klarer Pornhub-Fall. Das ist hier Passionsfrucht aus Mexiko. Was? Share Your Passion ist doch hier, der hört sich ja nach Social. Irgendeine Kamera, Nikon, Canon, Zalando, weiß ich nicht. Aber also so Kamera könnte es sein. Rasierer, Share Your Passion macht nicht so Sinn. Ich glaube nicht, dass Share Your Passion, Panasonic, Sony, irgendwie sowas, Share Your Passion. Worauf einigen wir uns? Ihr müsst jetzt schreiben, auf was einigen wir uns. Wir sagen Kameramarke, ist es Canon, ist es Sony oder Nikon? Zwischen den drei, was machen wir? Was machen wir? Ich guck, wo am meisten ist. Aha, aha. Durex. Durex könnte aber auch sein. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Durex ist auch krass. Durex, obwohl, es könnte auch so eine Sexgeschichte sein, ne? Könnte es Durex sein? Eine Orgel? Durex? Eine Orgel? Ich weiß es ja nicht. Durex oder eine Orgel? Was machen wir? Nikon. Okay, wir machen Nikon. Der ist auch noch relativ neu. Der ist noch relativ neu. Ah, ich habe hier nichts zu verlieren. Ich sag mal Snapchat. Nee. Snapchat. Aber ist ein Punkt für uns, sorry. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Das ist natürlich ein Punkt für uns. Ganz klare 17,98, muss man auch mal sagen. Auf ganzer Linie hat er wieder gewonnen. Ja, keine Ahnung, Alter. Nee, Snapchat is the fastest way to share a moment. Ja, okay. Merkt ihr das? Snapchat. Merkt ihr das? Bonusfrage, the fastest way. Also der Share Your Passion Typ, das älteste Video davon ist vom 15.02.2018. Ah. Eine neue Marke? Also der Name. Marke gibt schon lange, aber seitdem nutzen die den Slogan. Ah, okay. Also 2018, okay. Das ist ja richtig neu. Das wieder alles sein. Ja. Jetzt, Sepp. Das muss ja irgendein Stuhl sein, oder? Nee, ein das Stuhl? Ist doch hier Carsharing. Wie ein Stuhl? Was? Ja, share your passion. Ah, nee, also, Ikea. Alle Wichtigen haben gleich viel Punkte. Nee. Dann gebe ich noch einen kleinen Tipp. Das Logo ist gelb, weiß und schwarz. Gelb, weiß und schwarz? Gelb, weiß, schwarz. Smart? Nikon? Ja, ich dachte auch gerade. Nikon ist gelb? Und viereckig. Okay, ihr seid Nikon. Sagt Nikon, let's try. Quadratisch sogar. Praktisch gut. Hä? Schweiß? Echt genug geholt. Schweiß. Schweiß? Schweiß? Schwarz und rot. Dann ist die Post. Nein, Warte. Es ist... Ich hätte auch erst gesagt DRL, aber nee, auf gar keinen Fall. Ach so, ja, stimmt. Darum gedacht, dass du selbst taxi.eu, jetzt kommst du mit Rot an. Ja. Hä? Okay, wir sagen Nikon, okay, ich bin gespannt jetzt. Die Schrift ist in schwarz, der Hintergrund in gelb und das Muster ist in weiß. Muster? Das muss die Post sein. Ja, genau. Drück mal zur Snapchat. Oh, das ist Rockstar. Ich schließe das Ganze in Das ist eindeutig Rockstar. 4, 3, Ja, und kriegen wir Nikon jetzt? Kriegen wir Nikon jetzt, ist die große Frage.
Ne, Nikon wär's gewesen. Aha. Ja. Aha. Ja, natürlich. Da, ja, klares ja, Ding. Klares ja, Ding, Leute. Klares Ding. Wie Schuppen von ja. den Augen. Aber ich gehe stark davon aus, dass es keine. Ich wollte gerade sagen, was ist das jetzt hier? Ja, da Biber. Biber günstig statt Schweine teuer ist Hornbach. Ist direkt Hornbach. Bitte nur den 100%. Obi. Ja! Ach, Obi! Ach, shit! Ja gut, das habe ich falsch gemacht. Das habe ich falsch gemacht. Das habe ich komplett falsch. Das nehme ich auf meine Kappe. Das nehme ich auf meine Kappe. Das war mein Ding. Das war mein, Obi. Klar, Obi. Ganz klar, Obi. Ganz klar, Obi. Das heißt, das hier ist unser Endfazit. Wir gewinnen das Ding trotzdem so oder so. 11 hat Sepp. Wir haben, nochmal um das kurz zu verdeutlichen, 19,98. Das kann man auch einfach mal kurz nochmal hier genießen. So einen Moment. Minus 0,98. Ah, ja, wegen dem Hornbach-Ding jetzt. Okay, ich bin fair. Ich weiß, wann ich Fehler mache. 9,2. Richtig. Haben wir das. Nicht mal 20 Punkte, vielleicht ja beim nächsten Mal. Das ist das große Ding, ne? Wenn wir es beim nächsten Mal hinkriegen, wäre es ja ganz nice.